Manche Dinge sind so selten, dass man mit ihnen gar nichts anzufangen weiß. Seit langem hat auf dieser seltsamen Zither niemand gespielt. Das hat sie wohl etwas verstimmt. Also das ist eine Zither, das glaube ich ist nicht so viel zum, aber dieses Teil da. Im Internet habe ich dieses herzförmige Teil allein auch gefunden. Also das war dann eine mittelalterliche Zither. Aber andere schreiben wieder irgendwie so auf Violinen, Zitter-Violine. Keine Ahnung. Ob da jetzt zwei gesessen sind, also mich würde interessieren, einfach, ob man das einfach einmal so Zitter spielt, dann dreht man es um und dann spielt der gleiche auf der anderen Seite oder ob da zwei tatsächlich gleichzeitig spielen. Mhm. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Sie haben uns eine Mutter mit Kind mitgebracht. Wie kommt das denn in Ihre Familie, in Ihren Besitz, dieses Instrument? Das Instrument stammt von einer Großtante, die ist 1903, glaube ich, geboren in Altenbeuern im Inntal. Und die hat das Instrument, also mindestens seit ihrer Kindheit oder frühen Jugend, würde ich mal sagen, seit den 1910er und 20er Jahren. Also vermutlich kommt es aus der Gegend. Allerdings, die Urgroßeltern kommen aus Zwiesel im Bayerischen Wald und sind dann um die Jahrhundertwende. Also es kann durchaus auch sein, dass es auch dort herkommt oder so. Können Sie sich noch erinnern, dass es mal gespielt worden ist? Ich kann mich nicht erinnern, dass es gespielt wurde. Es war damals schon im Besitz meiner Oma und es ist halt dann so über meine Eltern jetzt an mich gekommen. Und ich kenne das Instrument seit 50 Jahren so ungefähr, aber ich habe es noch nie spielen gesehen. Und ich weiß auch nicht, wie man es spielt und das hat uns auch interessiert. Wie man es spielt, das kann ich ganz klar und schön erklären. Das ist eine Doppelzither und zwar eine Zither, in der ein Spieler hier auf dieser Seite praktisch das Zupfinstrument bedient. Ja, also wir haben die fünf Griffbrettseiten und dann eine ganze Anzahl von Freiseiten. Und der zweite Spieler sitzt ihm quasi gegenüber auf der anderen Seite und spielt hier die Streichzither. Ja, also die Griffhand ist am Griffbrett und der Bogen wird hier geführt. Das Instrument ist von der Entwicklung her eigentlich schon eine ganz ausgefeilte, ausgearbeitete, standardisierte Zither. Man kann das auch an der Beseitung sehen. Wir haben fünf Griffbrettseiten, wir haben 27 Begleitseiten und wir haben für die Streichzither wieder die für die Geige gewöhnlichen vier Saiten. Und ungewöhnlich ist an diesem Instrument, dass beide Teile eigentlich zusammengebaut sind. Das heißt, die zwei, die das gemeinsam spielen, müssen sich auch gut vertragen, weil sie praktisch am Tischeck miteinander Platz finden müssen. Einer sitzt links, einer sitzt rechts und dann klappt es. Aber Streiterei darf es keine geben. Und das war eine ganz kurze Mode, ein kurzer Versuch, vielleicht so um die Jahrhundertwende herum, dass man solche Instrumente gebaut und versucht hat, aber letztlich ist es beim Versuch geblieben. Genau, also es ist eindeutig ein Instrument aus der Vor-Corona-Zeit, das kann man schon sein, weil hier man doch sehr dicht miteinander musizieren muss, um es zum Klingen zu bringen. Der Klang kann, wenn es gestimmt wäre, das ist es jetzt nicht, aber der Klang ist vermutlich etwas voluminöser als bei einer normalen Zither, weil ein gemeinsamer großer Resonanzraum vorhanden ist für beide Instrumente. Ja, von der Grundform sieht man an dieser rechten Seite, dass es von der Salzburger Konzertzither herrührt. Und dieser andere Zitherteil, diese Streichzither hier weiter links, die hat die typische Herzform. Es gibt Patentschriften zu diesem Instrument, die auch so ungefähr um die Jahrhundertwende, um 1900 datieren. Das ist in Klingenthal ist das patentiert worden und in einem Nachbarort. Und von daher kann man das schon relativ gut eingrenzen. Das Instrument ist so um die Jahrhundertwende, um 1900 ist es entstanden. Sie interessiert wahrscheinlich, was das Ganze eventuell wert sein kann. Da muss man den Zustand noch mal ein bisschen anschauen. Also wenn man hier sieht, es gibt in diesem Bereich gibt es einen großen Riss in der Decke. Jetzt drehe ich es mal gerade rum, das Instrument. Und dann sieht man auch hier hinten sozusagen im Boden den Bodenriss. Aber da es so selten ist, würde da jedes Musikinstrumentenmuseum würde sozusagen die Finger danach lecken. Ich könnte mir vorstellen, ein Zithermuseum, es gibt ja mehrere hier im süddeutschen Raum, wenn Sie es mal wirklich loswerden wollen, dass Sie das mit Kusshand nehmen würden. Mhm.
Und vom Wert, also es sind vielleicht ein paar hundert Euro, die Sie dafür erzielen könnten. Freuen Sie sich an dem Instrument und halten Sie es in Ehren. Mhm. Schön, dass Sie da waren. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Okay.